Steve lenkt die Schlange mit seinem Rucksack ab, um nicht getroffen zu werden. Meterweit speit sie ihr Gift treffsicher ins Gesicht des Gegners, der dadurch erblinden kann. Wirklich, eine prächtige Schlange. What a beauty! Und ich zittere immer noch. Shaking like a leaf. See that? Da, jetzt hat sie auf meinen Rucksack gespuckt. Eine Speikobra zielt immer genau auf die Augen des Angreifers. In diesem Fall hat sie den glitzernden Griff des Reißverschlusses aufs Korn genommen. And they squirt right at the face. This is a big snake. Eine Schlange dieser Größe hat riesige Giftzähne. Man könnte meinen, dass ihr Giftvorrat durch das viele Speien irgendwann erschöpft wäre. Aber nichts dergleichen. Sie produziert Gift, so wie der Mensch Speichel produziert. Man kann sich vorstellen, wie groß die Giftzähne dieser Schlange sind, die es auf eine Länge von über 2 Metern bringt und damit fast ausgewachsen ist. Achtung, sie hat mich wieder fixiert. Ich muss ihre Aufmerksamkeit erneut auf den Rucksack lenken. Focus on the backpack. There's a good snake. Ihr Blick sucht meine Augen. See, bang. Und wieder spuckt sie auf den Rucksack. You concentrate on the backpack. Cobras. Man sieht, warum Kobras zu den gefährlichsten Schlangen der Welt gehören. Looking for my eyes. Concentrate on the backpack, snake. Concentrate on the backpack. Eine Sonnenbrille schützt die Augen recht zuverlässig vor der Giftflüssigkeit. Auf dem Rucksack hat sich schon eine ganze Menge angesammelt. Gut zu erkennen ist jetzt der weit gespreizte Nackenschild, der für Kobras charakteristisch ist. Direkt hinter dem Kopf sitzen die Drüsen, die enorme Mengen an Gift produzieren. Sie hat die typische Verteidigungs- bzw. Angriffshaltung eingenommen. Sie ist natürlich äußerst gereizt, weil ich sie am Schwanz gepackt habe. Nur vorübergehend hat sie sich etwas beruhigt. Im Vergleich zur schlanken Mamba, für die ich sie zunächst gehalten hatte, wirkt der Rumpf der Kobra dick und kräftig. Thick set, heavy body. Concentrate on the backpack. Concentrate on the. That's it. There's a good boy. Now this species. Speikobras gehen am Tag und bei Nacht auf Nahrungssuche. Gern schleichen sie in der Nähe von Hühnerställen herum. So kommt es in ländlichen Gegenden relativ häufig vor, dass Menschen von ihnen gebissen werden oder Gift in die Augen gespritzt bekommen. Und das Gift ist sehr stark. Diese Art der Spei- oder Schwarzhalskobra wird, wegen ihrer überwiegend grau- bis gelbbraunen Färbung, auch als braune Speikobra bezeichnet. Auffallend ist, dass sie eher dazu neigt, zu spucken, als zuzubeißen. Auf normaler Haut bewirkt das Gift nur eine lokale Schwellung und geringe Schmerzen. Gelangt es jedoch ins Auge und wird nicht rechtzeitig ausgewaschen, verursacht das Gift bleibende Schäden an der Netzhaut. Vorübergehende oder gar völlige Blindheit sind die Folge. Ein Biss, der nicht behandelt wird, führt meist unweigerlich zum Tod. Die Speikobra gehört zur Familie der Giftnattern, deren Fangzähne stets vorn im Oberkiefer sitzen. Dies ist die zweitgrößte Kobraart Afrikas. Ich rüttle am Rucksack, damit sie sich weiter auf ihn konzentriert und nicht etwa dahinter kommt, dass es gar kein lebendes Wesen ist. Gleich beißt sie zu. Das deutlich hörbare Zischen der Kobra bedeutet so viel wie: Komm mir nicht zu nahe, sonst beiß ich zu. Das Giftspucken wird nur zur Verteidigung angewendet, nie zum Beutefang. Ist der Gegner in die Augen getroffen und damit kampfunfähig, hat sie genügend Zeit, um sich zurückzuziehen. So, du gehst künftig Menschen und Hühnerstellen aus dem Weg, klar? You're all right, buddy. You're all right. You're all right. Crikey,
Oh, fast hätte ich's vergessen. Am Handrücken habe ich etwas Gift abbekommen, das ich jetzt sofort abwaschen muss. Zum Glück habe ich daran gedacht, eine Wasserflasche einzustecken. Würde ich mir zum Beispiel mit dieser Hand die Augen reiben, könnte dies ernste Folgen haben. Ich weiß von einem Schlangenfänger, dem eine Speikobra Gift in die Augen gespritzt hatte. Obwohl er sie sofort mit Milch auswusch, litt er eine Woche lang an schweren Sehstörungen. Auch wenn es so nicht tödlich wirkt, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das Gift bleibende Schäden am Auge hinterlässt. Beim Umgang mit afrikanischen Schlangen muss man also immer einen klaren Kopf behalten. Sonnenbrille und Wasserflasche gehören auf jeden Fall ins Marschgepäck. Und man darf sich keine Unachtsamkeit erlauben. So ist mein Rucksack noch voller Gift. Bei nächstbester Gelegenheit muss ich es abwaschen, denn es kann noch lange Zeit empfindliche Hautreizungen auslösen. Yes! Ja, meine erste afrikanische Speikobra. Und was für ein Prachtexemplar. Big black neck spitter. You know, my first spitting cobra. Zum ersten Mal bin ich einer Speikobra auf der Insel Komodo im malaiischen Archipel begegnet. Kaum hatte ich mich ihr genähert, spuckte sie mir ihr Gift direkt ins Gesicht. Sie traf mich völlig unvorbereitet. Zum Glück hatte ich eine Sonnenbrille auf. Ein abenteuerliches Erlebnis. What an experience. Auf der zu Indonesien gehörenden Insel Komodo ist eine artenreiche Reptilienfauna heimisch, darunter auch die größte und eindrucksvollste aller lebenden Echsen, der Komodo-Waran. Furchtlos begaben wir uns in den Regenwald, um auf Schlangensuche zu gehen. Neben Afrika bevölkern Kobras auch weite Teile Asiens. Bei der Spezies, mit der Steve auf so unliebsame Weise Bekanntschaft machen sollte, handelte es sich um eine Sundal-Speikobra, eine Unterart der indischen Brillenschlange. Ich hatte lediglich gesehen, dass sich da in dem alten Baumstamm eine Schlange versteckt hielt. Dass es eine Speikobra war, wurde mir erst klar, als ich den ersten Giftstrahl ins Gesicht bekam. Instinktiv tut Steve das einzig Richtige. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Jeden Augenblick kann die Kobra erneut spucken. Sehr unangenehm. Es fängt schon an zu brennen. Steve muss sich sofort das Gesicht mit Wasser abspülen, damit das Gift nicht in die Augen gelangt. Dieser Überraschungsangriff zeigt, wie wichtig es ist, beim Umgang mit Speikobras immer eine schützende Brille zu tragen. Eine sehr angriffslustige Schlangenart, die ihr Gift mit höchster Präzision dem Gegner in die Augen spritzt. Jetzt kommt sie heraus. Ich versuche, sie abzulenken. Einmal hat sie mich schon getroffen, die kleine Speikobra. Es brennt im Gesicht, doch zum Glück ist nichts in meine Augen geraten. Eine wunderschöne Schlange, aber äußerst gefährlich. Ich habe sie aufgescheucht. Doch anstatt die Flucht zu ergreifen, verharrt sie in Angriffsstellung mit aufgerichtetem Vorderkörper, wie es für Kobras typisch ist. Auf keinen Fall würde ich es wagen, sie anzufassen. Das Gift der Speikobra ist hochgradig wirksam. Wer es in die Augen bekommt, wird dieses Erlebnis so schnell nicht vergessen. Ein Biss jedoch würde ohne weiteres ausreichen, um mich zu töten. Habe ich nicht eine coole Sonnenbrille? Faszinierend, diese Kobra. Vor allem dieser riesige Nackenschild. Wenn sie zischt und ihren Nacken gespreizt hat, heißt das, sie meint es ernst. Ihr Sehvermögen ist ausgezeichnet. Sie lässt mich keine Sekunde aus den Augen. Ich brauche Wasser. Die Brillengläser sind voller Gift. Im Gesicht habe ich auch was abbekommen.
Jetzt ist sie richtig wütend geworden. Hey, aren't they grumpy? Really grumpy. Und sie versteht es, sich zu verteidigen. Don't you? Ich werde gar nicht erst versuchen, sie anzufassen, denn mit Kobras kenne ich mich nicht so gut aus, im Gegensatz zu den vielen Schlangenbeschwörern, die ich in Indien und Thailand gesehen habe. Aber ich will noch einmal demonstrieren, wie gut ihr Sehvermögen ist. Sie behält die Bewegung meiner Hand ständig im Auge und kann blitzschnell auf sie reagieren. Die Zunge, die sie unaufhörlich züngelnd vorstreckt, dient der Tastempfindung und Geruchswahrnehmung. Sie muss immer auf der Hut sein vor ihren Fressfeinden. Kobras zählen zu den Lieblingsspeisen der Komodo-Warane, die ihre Opfer erstaunlich schnell packen und verschlingen. Sunda-Speikobras werden viel größer als dieses noch recht junge Exemplar. Gern hätte ich eine größere zu Gesicht bekommen, aber es war mir schon eine Ehre, mit dieser hier Bekanntschaft zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass Kobras so aggressiv werden können. Meine erste Begegnung mit einer Speikobra und was für ein Anblick. Wunderschön, ihr riesiger Schild. Beim geringsten Anzeichen von Gefahr spreizt sie den Nacken und signalisiert Angriffsbereitschaft. Ich bin ihr zu nahe gekommen, nur deshalb hat sie sich durch Giftspucken verteidigt. Wenn ich noch näher herangehe, wird sie zubeißen. Blitzartig würde sie ihre Fangzähne einschlagen und mir ihr tödliches Gift injizieren. Aber diese Vorstellung soll genügen. Ich lasse sie jetzt ihrer Wege ziehen. Happy Hunting. In Südostasien fallen weit mehr Menschen den Giftattacken und tödlichen Bissen der Speikobras zum Opfer als in Afrika. Auf dem schwarzen Kontinent sind dafür die größten und giftigsten zu finden. 4 der insgesamt 7 afrikanischen Kobra-Arten können sich durch Giftspucken verteidigen. In Ostafrika ist die rote Speikobra heimisch, auch rote Mosambik-Speikobra genannt, die die trockenen Regionen bis hin zum Wüstenrand bevorzugt. Das Wissen über Speikobras ist noch sehr lückenhaft. Insbesondere ist noch wenig erforscht, inwieweit bei Bissunfällen Antiseren wirken, die aus anderen Schlangengiften gewonnen wurden. All dies kann Steve jedoch nicht davon abhalten, ein Felsmassiv zu erklimmen, auf dem er rote Speikobras vermutet.